Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lange ist es her, dass ich mal was wirklich gedreht habe, aber ich bin letztens durch den DM gewartet und habe da das neue Essenssortiment gefunden. Und es gibt bestimmt schon sehr viele Beiträge zu den Essensneuheiten, auch von den Events. Aber ja, ich habe mir so ein, zwei Sachen angeguckt, die ich interessant fand und nehme so das eine und das andere und dann noch eins und dann so, Und dann fällt mir auf, da muss ich jetzt noch ein bisschen was hinzufügen und dann wird es ein Full-Face-Make-up und ja, genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe jetzt ganz viele neue Essensprodukte hier liegen und ja, die alle neu rausgekommen sind und die reichen mir oder damit kriege ich jetzt hin ein gesamtes Make-up zu schminken und das wollte ich jetzt mal mit euch machen. Ich hoffe, euch gefällt das, gibt euch gleich einen ersten Eindruck der Produkte, auch für mich und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wie ihr sehen könnt, ich habe Glänze leicht. Das liegt daran, dass ich frisch meinen Sonnenschutz aufgetragen habe. Es ist ja auch ein wunderschöner, heißer Tag ohne Wolken und mit blauem Himmel. Und ja, deswegen werden wir das vor allem mal beim Puder testen, wie gut es das leicht speckige wegbekommt. Also der Sonnenschutz wird dann auch noch ein bisschen matter über den Tag, aber aktuell ist er doch recht speckig. Ja, generell gibt es das Sortiment, glaube ich, jetzt so seit ein, zwei Wochen, also vereinzelt und oder seit einer Woche. Und ja, es sind doch relativ spannende Produkte reingekommen. Es gibt mehr rein. Ich habe jetzt hier diese ein paar Sachen aus dieser Camouflage 2-in-1 Make-up-Reihe. Es gibt aber auch diese Get Picture Ready-Reihe. Da habe ich den Concealer mitgenommen. Da gibt es auch eine Lidschattenpalette und ein Make-up in Puderform. Also so ein, nein, nicht Puderform, aber halt, wisst ihr, was ich meine? Cake-Make-up? Ich weiß nicht, wie man es richtig sagt, aber kein Flüssig-Make-up sozusagen. Und verschiedenste Dinge und ja, wir fangen natürlich an mit der Foundation. Ich habe für alles zusammen, also ich habe alles selbst gekauft und ich habe so 27, 28 Euro bezahlt. Also für 27 bis 28 Euro kann man einen ganzen Look mit den neuen Essenssachen schminken. Frage ist, wie sieht's aus und zweitens, wie gut hält's? So, jetzt fangen wir wirklich mal an mit dem Camouflage Make-up. High Coverage, No Mask Effect, Long Lasting. Ich habe die hellste Farbe 10 Ivory Beige genommen. Und das ist ja auch das Tolle daran, dass es endlich mal sehr helle Farben gibt von Essence Make-ups, weil sonst hätte ich sowas bisher immer nicht machen können, weil es mir immer zu dunkel war. Und ich auch schon sehr viel Gutes zu den Inhaltsstoffen gehört habe. Dazu habe ich wirklich mal ein, zwei Reviews gelesen, deswegen hat mich das interessiert von Wikipedia, aber auch von innen und außen. Und alle sind relativ begeistert. Also für den Preis hat man ja anscheinend ein ziemlich gutes Produkt. Das wollen wir jetzt selber mal testen. Und ich würde das mal mit den Fingern verteilen, weil irgendwie hat das auch durch die Tube, macht das auf mich so eine Art BB-Cream-Eindruck. Und ja, deswegen mache ich das einmal mit den Fingern. Aber man kann natürlich gerne auch ein Schwämmchen oder einen Pinsel benutzen, aber irgendwie schlecht ist jetzt schnell und unkompliziert und deswegen dürfen es jetzt die Finger sein. So, begutachten wir mal das Ergebnis. Ich habe jetzt noch nichts hier auf die Augenschatten gegeben, weil ich da immer nur Concealer drauf gebe, aber einfach mal so eine Haut. Es ist gerade ziemlich dewy durch die Sonnencreme, aber ich denke, viele von euch werden Sonnencreme benutzen, deswegen kennen sie das Thema. Ich würde aber sagen, es ist ausgeglichen, natürlich ausgeglichen, nicht maskenhaft, aber auch nicht full coverage. Also ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde es sehr natürlich, fühle mich einfach nicht mehr so rot an bestimmten Stellen und ja, naja, Make-up ist ja immer die Frage, wie lange hält es, aber auch dazu habe ich schon Gutes gelesen, also erster Eindruck ist ganz toll. So, ich habe jetzt mal das einzige Nicht-Essens-Produkt aufgetragen, nämlich meine Standard-Eyeshadow-Face von Urban Decay, die Eden, aber die benutze ich immer und damit es vergleichbar ist, auch mit dem Rest der Lidschatten, habe ich mal die benutzt. Und ich habe zwei von den Eye-Contouring-Sets hier mitgenommen. Das eine eigentlich, weil ich es wirklich am Auge benutzen will und das andere eher zum Konturieren, weil ich, ja, da gab es nicht unbedingt eine Neuheit, aber die Farbe sah sehr, sehr spannend aus. Aber ich benutze jetzt nur für die Augen nur dieses Set hier, beziehungsweise hier vielleicht den hellen Mattenton erstmal zum Grundieren. Also ich benutze aus der 01 Mauve Meets Marshmallow jetzt den allerhellsten Ton mit meinem Zu Eva 227. Und gebe das erstmal so über das ganze Lid bis oben hin, einfach ja, um so einen Grundausgleich zu machen. Und dann nehme ich die 02 Brownies with Frosting und gehe dann mit der Konturfarbe in die Lidfalte, um meine Lidfalte zu konturieren. Und ich muss sagen, das klappt spontan ganz gut. Also die Farbe ist ja relativ intensiv und dunkel im Pfännchen, also die ist ja schon nicht ganz so hell, also die ist ja schon ziemlich dunkel. Aber sie wird halt durchs Ausblenden so ein bisschen breiig, was man ja sonst immer als negativ aufführt, aber gerade bei so einem Contouring-Set oder so einem natürlichen Produkt oder wenn man einfach wirklich nur so einen ganz natürlichen Look will und ich glaube, das soll das Produkt ansprechen,
Wenn nicht, tut es komplett seinen Zweck und sieht ganz hübsch aus. Kann man nutzen. Also natürlich ein bisschen staubiger als jetzt ein schimmernder Lidschatten, weil matt. Aber das ging gerade ziemlich schnell und für den Alltag super schnell zum Greifen. Nicht die besten matten Lidschatten, die ich je gefunden habe, aber auf keinen Fall die schlechtesten. So, und entweder mit einem Finger oder mit dem 234er von Zoeva, ich nehme jetzt den 234er, würde ich jetzt die Highlight-Farbe einfach auf den Rest vom beweglichen Lid auftragen. Und so ein schönes Gesamtarmung hinzubekommen. Ja, auch die ist ganz nett, aber da finde ich, muss ich jetzt für einen schimmernden Ton schon mehrfach drüber gehen, damit das wirklich schön schimmernd leuchtend ist. Also die Schimmerfarbe gefällt mir nicht ganz so sehr. Weiter geht's mit Eyeliner. Und ich habe mich hier für diesen Super Precise Eyeliner entschieden. Den gibt es nur in Schwarz und der kommt ja relativ lang daher. Also ich hab mir einen relativ langen Stiel, was ja eigentlich ganz gut ist für Eyeliner. Und das ist ein kleines Pinselchen. Also da bin ich gespannt, wie das so mit dem Widerstand ist. Aber die Linien, die man zeichnen kann, sind doch von dick bis sehr filigran, sehr schön. Und ich habe den auch schon mal ausgetestet. Der ist wirklich, wirklich abriebfest, trocknet super schnell an. Bin gespannt, wie er sich jetzt im Auge macht. So, okay. Also er malt recht schnell und recht schön schwarz, aber das mit dem Precise müssen wir uns nochmal angucken. So sieht der erste aus, so habe ich den jetzt hinbekommen und das ging relativ schnell. Ich muss sagen, man kann präzise damit arbeiten. Man muss nur, also er ist halt wirklich präzise, wenn nicht viel Produkt dran ist. Man muss ihn ein bisschen abstreifen, wenn man so ganz feine Linien zeichnen will. Wenn man einfach nur rein und raus und loslegen, ist halt so viel Produkt dran, dass die Linie spontan dann doch nicht super, super mega dünn wird. Dadurch, dass er so flüssig aber ist, finde ich, wird er schön gleichmäßig. Also ich finde, so trocknere Eyeliner, die rutschen dann gerne mal an den Fältchen entlang und man kriegt dann nicht alle Fältchen mit. Also hier finde ich, dass man eine wirklich schöne gerade Linie zeichnen kann. Was ich ein bisschen doof finde, er ist halt sehr flexibel. Also dadurch, dass das so ein langes Pinselchen ist, lässt er sich halt sehr gut biegen. Und da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn er nicht ganz so lang wäre. Also wenn das Pinselchen ein bisschen kürzer wäre. Aber, also kein schlechter Eyeliner, aber ich wüsste Dinge, wie man ihn noch besser machen könnte. Also man kann mit ihm arbeiten. Der wird nicht in der Schublade verschwinden. Ich glaube, den werde ich weiter benutzen. Ich finde, der kommt an den Superliner von L'Oreal schon ganz gut ran. Was mir gerade auffällt, beim Antrocknen zieht es ein bisschen. Also man merkt so richtig, wie sich das so zusammenzieht beim Trocknen und trocken wird. Und auch hier auf meiner Hand sieht man eigentlich ganz gut, dass es relativ schön matt wird und auch echt rubbelfest ist. Also der kann was. Und das letzte Thema Augen, dann können wir auch wieder auf eine komfortable Entfernung zurückgehen. Und zwar habe ich eine Mascara mitgenommen, weil ich mir dachte, also das war jetzt wirklich so ein Thema, das habe ich eher gekauft, um es halt komplett zu machen. Das ist die The Force Lashes Mascara Extreme Volume and Curl. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Versprechen ganz interessant, das Bürstchen auch ganz interessant und werde ihr gerne eine Chance geben. Und das testen wir jetzt gemeinsam. Also das Bürstchen ist sehr lang, wie ihr im Vergleich zu meinem Auge sehen könnt, so leicht geschwungen und ich gehe immer mit der geschwungenen Seite ran und oh, okay, man konnte es noch retten, also gerade so die ersten Coats hatte ich ja mal mega die Fliegenbeine, ich glaube hier sind noch irgendwelche Fasern drin, die aber irgendwie gerade weniger verlängern, sondern einfach nur zusammenkleben. Alter Schwede, das gefällt mir gar nicht. Seht ihr das? Seht ihr hier diese fetten Klümpchen, die direkt da rankommen? Also, nein. Nein. Ugh. Mega Fliegenbeine. Auf der anderen Seite benutze ich jetzt mal meine aktuelle Go-To-Mascara, nämlich die Lash Sensational. In der normalen Variante, die ja auch so ein geschwungenes, aber Gummibürstchen hat. Das ist halt so ein normales Synthetikbürstchen. So, wir sehen den Vergleich. Mega klumpig. Die ist gerade auch nicht so super, aber ich habe sie erst frisch gekauft und die ist noch relativ feucht. Ich weiß aber, je trockener die wird, umso weniger klebrig wird das Ganze. Und es wird einfach so ein schöner Fächer. Aber das? Nein. Das ist eigentlich gerade auch nicht so richtig perfekt, aber eigentlich bin ich mit der ganz zufrieden. Aber Vorführeffekt.
Auf jeden Fall, aber Klümpchen habe ich mit dir nicht an meinen Wimpern und was soll das denn? Also ich weiß auch nicht, ob das besser wird, wenn man die noch ein bisschen liegen lässt. Kann ich ja mal ausprobieren, aber erster Eindruck, nein. Und ich habe zu viel versprochen, denn es gibt ja noch den Concealer, der auch relativ nah an den Augen ist. Und deswegen bleiben wir mal in dieser Position. Den Get Picture Ready Concealer in der 10 Ivory. Und der hat auch so ein kleines Schwämmchen. Also auch ziemlich hell und hat hier auch so einen Schwammapplikator. Erinnert mich so ein bisschen an den Lippenstift von Sephora, den ich mir jetzt gekauft habe. Und so an sich diese Schwammtechnik, also dass da man so ein Schwämmchen gleich vorne dran hat, erinnert ja sehr an den Löscher von L'Oreal. Und der ist mir aber leider immer zu dunkel. Ich hatte den einmal, ich habe den auch fast schon leer gemacht, aber dann ist mir aufgefallen, so gegen Winter ist der nicht mehr tragbar, obwohl ich das Ergebnis liebe. Und hier guck mal, wie so eine kleine Wurst rausgekommen ist. Also er scheint relativ fest zu sein. Und ich bin gespannt, wie er sich jetzt macht. Normalerweise benutze ich für Concealer ja einen Pinsel. Also das Schwämmchen kann gar nichts. Seht ihr das? Ich versuche das hier mit diesem Schwämmchen aufzutragen und es ist aber so hart, dass das eigentlich nur so wie rumschiebt. Und durch diese Mitteöffnung immer noch mal wieder so ein Streifen neues Produkt kommt. Benutzen wir deswegen noch ein bisschen Produkt, was hier so rausgeschwubbelt kommt. Und meinen liebsten Pinsel dafür, den Zoeva Concealer Buffer 142. Und schauen uns an, wie das dann wird. Ich liebe diesen Pinsel einfach, weil man hier so schön in die Ecke auch reingehen kann. Und ich gehe dann auch meistens hier noch so ein bisschen zum Ausgleichen oben drüber. Ja, und das ist der Vergleich mit Concealer, ohne Concealer. Doch ein Unterschied. Ich nehme mal die Belichtung ein bisschen runter, also man sieht schon, dass es frischer aussieht. Trotzdem, so leicht durchscheint ist es immer noch. Die Deckkraft ist jetzt nicht super, super toll und auch das Schwämmchen ist halt eigentlich nicht zu gebrauchen und eher im Weg. Kann man das auch rupfen? Lieber nicht. Ja, auch da der erste Eindruck nicht so toll. Ich mache mal das andere Auge und dann kann ich euch ja nochmal mehr dazu sagen. So, endlich mal wieder ein bisschen Abstand. Wir werden das Ganze jetzt abpudern mit dem neuen Essence Camouflage 2-in-1 Powder and Make-up. High Coverage Instant Matte Long Lasting, auch in der 10 Ivory. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass es einen Spiegel hat. Einen sehr schönen Spiegel, der ist ein guter Spiegel. Man kann alles sehr gut erkennen und ist kompakt, ist das Fännchen ist rund. Catrice hat ja immer eckige. Ich habe gerade brauche noch so ein eckiges auf und es ist ein ziemlicher Krampf, in die Ecken zu kommen. Aber ja, also erstmal Verpackung, wirkt solide, Spiegel ist toll, das ist schon mal ein erster guter Eindruck. Es ist auch ziemlich hell und hat halt wirklich ziemlich gute Deckkraft, was ich mag. Ich mag Puder mit Farbe und etwas Deckkraft lieber als transparente Puder. Einfach weil ich auch viele Tage habe, wo ich kein Make-up benutze und nur Puder. Und dann finde ich das halt super, wenn ich dadurch noch ein bisschen Deckkraft bekomme, ohne aber den extra Schritt des Make-up-Auftragens nutzen zu müssen. Jetzt gucken wir mal an, wie sich das so im Gesicht macht. Steht ja auch Instant Matte. Das muss ich jetzt beweisen, denn ich creme sie noch wie eine Speckschwarte. Also das Instant Matte Versprechen hat es auf jeden Fall gehalten. Es sieht ganz gut aus, also was die Mattierung angeht, aber ansonsten finde ich, ist es ein bisschen viel. Also man sieht auf jeden Fall, es betont leicht Härchen und mit dem Camouflage-Make-up und jetzt diesem recht deckenden Puder habe ich schon viel Make-up im Gesicht. Also das ist wirklich so, dass man, wenn ich so Mimik mache, so einfach gleich die Fältchen sieht, einfach. Kennt ihr das, wenn man halt einfach hier gegenüber steht und man sieht, da ist Make-up drauf und das ist so ein bisschen nicht ganz der Look, den ich sonst mag. Ich habe jetzt einfach mit beiden Produkten Kombination eine ziemlich hohe Deckkraft erreicht. Man sieht noch was von meinen Sommersprossen, also man sieht noch was von denen, die groben, die irgendwie das ganze Jahr auch da sind, aber so vom Rest nicht mehr viel und es ist halt, ja, wenn man halt mal ganz nah rangeht, es ist halt da, ne? Es ist zu Besuch. Ich weiß aber auch nicht, wie es gedacht ist. Also es ist ja schon ein Camouflage. Also eigentlich ist es dieselbe Serie.
Also ich als Laie würde sagen, oh, ich kaufe beides zusammen, weil es gehört ja zusammen. Auf der anderen Seite würde ich auch fast sagen, das hat schon so viel Deckkraft, das Puder, dass man das auch alleine tragen könnte und sollte. Und ich glaube, es einfach immer schöner aussieht, wenn man es alleine trägt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es betont leicht die Härchen, leicht die Fältchen. Wenn ihr darauf überhaupt gar keinen Bock habt, würde ich euch das nicht empfehlen. Zumal, wenn ihr Foundation tragt und abpudern wollt, auch nicht. Als Single-Lösung, also nur Puder ohne Make-up, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Müsste ich nochmal ausprobieren. Ich habe doch noch was an den Augen vergessen und ich vergesse es immer, deswegen schändlich. Und zwar die Augenbrauen. Da habe ich auch was Neues mitgenommen. Das finde ich ziemlich spannend. Den Essence Make Me Brow Powder Pen. Und das ist halt auch so ein Puder-Thema. Also da ist das Produkt hier oben im Deckel drin und da ist so ein, wie bei den Puderlidschatten, auch ein Schwämmchen, was sich immer mit Produkt auflädt. Das ist jetzt die Farbe 10 Soft Blonde. Ich habe mir gedacht, das ist mir fast schon vielleicht sogar zu hell mittlerweile, weil ich habe leicht gefärbte Augenbrauen. Auf der anderen Seite war der nächste Ton, es gibt nur zwei, halt wieder zu dunkel. Also Farbauswahl ist so ein bisschen begrenzt, aber ja, wir probieren es einfach mal aus. Ich glaube, es dürfte funktionieren. Das ist ein Puderstift, der ist jetzt einmal aufgeladen und ich male meine Augenbrauen nach. Oh, und schau mal, wie schnell das ging. Und dadurch, dass es ein Puder ist, füllt es halt tatsächlich auch so ein bisschen auf. Also es ist einfach optisch auch so ein bisschen wie mehr Haare. Und ich finde sogar irgendwie natürlicher als bei diesen ganzen Gels, die so Fasern drin haben. Also guck mal, wie schnell das jetzt ging und wie schön das aussieht. Und ja, es ist natürlich nicht wie bei einem Gel so super in Reihe gebracht, aber doch schon irgendwie in Reihe genug. Frage ist halt die Haltbarkeit. Also hält das so lange wie jetzt ein Augenbrauengel oder eine Brow Pomade oder irgendwie sowas, aber also was meine Ansprüche sind, und mein Anspruch ist, sehr, sehr schnell die Augenbrauen gemacht zu haben, weil das ist so für mich so ein notwendiges Übel und keine Leidenschaft wie zum Beispiel Lippenstift. Es ist das ziemlich gut. Ich muss auch sagen, meine Augenbrauen sind schon so ein bisschen in Form und so ein bisschen geklebt. Einfach durch den Sonnenschutz. Also dadurch sind die immer schon so ein bisschen vorbereitet. Und ich meine es heute echt gut. Ich will heute echt Augenbrauen. Farbe auch überhaupt kein Thema, auf jeden Fall dunkel genug. Und ich habe es jetzt mit der Form ein bisschen versaut, aber das ging schnell. Und das sieht gut aus. Und die Farbe passt. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Zum Konturieren habe ich mir da mitgenommen das Contouring Eyeshadow Set. Das ist eigentlich für die Augen gedacht. Aber dieser zweite Ton hier, also das ist das Set 01 Smooth Meets Marshmallows, der sah mir sehr nach einer schönen Konturfarbe aus, so ein bisschen wie Taupe von NYX, also die alte Version, oder der My Favorite Taupeing, den es ja jetzt nicht mehr gibt von den Nude Eyeshadows, die ja leider aus dem Sortiment gegangen ist, und gucken wir mal, ob sich das bewahrheitet. Und ich muss sagen, ja, kann man. Das Pfännchen ist halt ziemlich klein, okay, er ist jetzt ein bisschen fleckig geworden, aber ich habe auch das Gefühl, mein Sonnenschutz kommt schon wieder so leicht durch, aber die Farbe erinnert mich sehr an NYX Taupe. Also das ist ziemlich ähnlich und auch an My Favorite Taupeing. Das heißt, man hat noch ein Ausweichprodukt im Sortiment und das sieht jetzt eigentlich auch ganz schön blendend, also sehr gut. Bloß das Pfändchen ist halt winziger. Ich komme mit meinem Zoeva 105 Lux Highlight ganz gut rein. Wenn man einen etwas größeren Pinsel zum Konturieren nutzen will, wird es leider schwierig. Da war das mit dem My Favorite Taupeing um einiges besser, aber funktioniert auf jeden Fall und für Blassnasen, so wie ich eine bin, echt eine schöne Farbe. Und steht das Finale bevor, die zwei letzten Sachen. Farbe, nämlich Blush, nicht ganz so viel Farbe, und Lippen, ein bisschen mehr Farbe. Und ich habe mich hier entschieden für das Satin Touch Blush. Also die sind, glaube ich, komplett neu reingekommen, die Satin Touch Blushes, und die haben ein echt schönes Muster. Das ist jetzt die Farbe Satin Coral und ja, das ist ein ganz netter, normaler Korallton, wie ich ihn schon zuhauf habe, wie er besteht. Aber das war so wirklich der Punkt, wo ich sagte, okay, wenn ich jetzt Fullface Essence Neuheiten mache, dann mache ich auch Fullface Essence Neuheiten und dann werden mich die 2,45 € für dieses Blush nicht davon abhalten. So, ich nehme mal einen Zoeva Lux Cheek Finish 126. Ihr merkt, ich habe eine sehr gute Zoeva-Sammlung mittlerweile, die ich sehr liebe und täglich benutze. Und die wird auf jeden Fall mit der Waschtag haben. Und gehe da mal rein und schaue mir mal an, wie sich das so auf meinen Wangen macht. Oh.
vieles sehen. Ich bin jetzt vielleicht schon ein bisschen overblushed. Also man sollte aufpassen, was die Farbe angeht, aber der Auftritt ist sehr schön seidig und sieht richtig schön aus und legt sich sehr schön an die Haut an. Also das Finish ist toll. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen viel drauf. Ich gehe mal nur zweimal rein und nicht drei, viermal. Ich war jetzt so ein bisschen wie bei den Soft Touch Blushes, oder hießen die Vorgänger, die Essence drin hatte. Da konnte man ja reingehen, wie man wollte. Overblushen war kein Thema, aber hier muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ich mache es natürlich jetzt auf beiden Seiten gleich stark, aber das ist jetzt schon ein bisschen über meinem Wohlfühllevel. Ein bisschen. Aber spontan kann ich nichts sagen. Hat man für 2,45 € hier wirklich ein schönes Blush gebastelt. Und ja, es hat auch so leicht Seidenschimmern. Also nicht wie die Matte Touch Blushes, sondern ja, also die Seite sogar, die geht sogar, die gefällt mir noch. Hier ist ein bisschen zu viel geworden. Aber Finish schön. Und dann noch ein, der Color and Care Lippenstifte und Avocado-Butter. Es gibt ja auch matte Lipglosse. Ich würde es Glosse nennen, weil die sehen nicht aus wie Creams, die dann so richtig antrocknen. Ich weiß es nicht. Und auch matte Lippenstifte. Und ich habe mich aber doch für das hier entschieden. Einfach weil gerade Sommer ist und es heiß ist. Und mir ist gerade nach was juicy, spritzig, frischem und nicht nach matt. Deswegen durfte es der hier werden. Und in der Farbe Looking Good. Ich hoffe, dass das der Wahrheit entspricht. Und die sind sehr klein und sehr schmal und sehr dünn. Und auch hier ziemlich dünn. Und ich swatche euch mal. Also gehen doch schon ganz gut Farbe ab, aber sind halt so glänzend mit Avocado-Butter, sollen halt pflegen. Und ich glaube, wenn man den regelmäßig benutzt und auch über den Tag ab und zu mal nachzieht, was man bei so pflegenden, leichten Lippenstiften ja machen muss, hat man den auch relativ schön aufgebraucht. Ist natürlich für die Endnutzerin ein bisschen doof, aber ich finde das gerade gar nicht schlecht, dass ich den vielleicht so über den Sommer noch runterknuspern kann. Und ich trage ihn mal auf. Ich bin sehr positiv überrascht, weil ich dachte, okay, das ist was Leichtes, Nettes, Sheeres und guckt es euch an. Also sheer ist ja gar nichts. Die sind wirklich fast voll deckend, würde ich sagen. Ich kann mir vorstellen, die sind halt, wie gesagt, pflegend, Avocado-Butter, also ein total tolles, weiches, also es fühlt sich an wie ein Lippenpflegestift und hat trotzdem diese Farbe. Kann auch gefährlich sein, kann auch sein, dass man den ganzen Tag so macht und dann hat man den Lippenstift überall. Also könnte ich empfehlen mit einem Lip Liner. Aber manche sagen ja, also manchen ist es vielleicht lieber, hätte weniger Deckkraft, damit sowas nicht passiert. Ich bin total froh, dass der mega Deckkraft hat und trotzdem so pflegend ist. Finde ich super, super die Kombi und bin ich positiv überrascht. Also je nachdem, was euch gefällt. Mögt ihr leicht, flutschig und wenig Farbe, dann eher nicht. Mögt ihr flutschig, pflegend und trotzdem, bam, dann ja. Und über die Farbe brauchen wir jetzt einfach mal nichts sagen, oder? Die spricht für sich. Das ist einfach nur schönes Standardrot. Ja, und das war's. Ich bin mit dem Endergebnis mega zufrieden. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Die Essence Mal hatten mich sehr, 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 sehr schön geschlagen. Es ist echt ein toller, sommerlicher, frischer Look geworden und alles mit den Neuheiten. Ich werde jetzt mal clustern, was mir besonders gut gefallen hat und eher weniger gut. Also Haut bin ich gerade so ein bisschen, also mir ist es ein bisschen too much. Also hier kann man so richtig so wie Krater sehen. Da bin ich jetzt unschlüssig. Ist es das einzelne Produkt jeweils okay, aber in Kombi ist es zu viel. Ich würde aber fast sagen, das Camouflage-Make-up war noch okay. Es wurde schlimmer, als das Puder dazu kam. Und da ich hier schon viel Positives drüber gehört habe, würde ich fast sagen, würde ich dem eher den Vorrang geben als das. Auch einfach zu dem Thema endlich helle Farben bei Essence. Endlich, endlich, top, endlich, sehr gut. Deswegen hier so ein eher Daumen nach oben und hier so ein eher. So, auch so mittendrin oder eigentlich schon auf der positiven Seite sind die beiden Contouring Sets. Also finde ich wirklich schön. Mir gefällt die matte, dunkle Seite sogar fast besser. Wie gesagt, das Mauve Meets Marshmallows ist eigentlich echt ganz nett zum Konturieren. Und ich konnte auch den hellen Ton ganz nett zum Ausgleichen benutzen. Bei dem anderen Set muss ich sagen, der dunkle ist schön, der dunkle lässt sich ausblenden. Man bekommt wirklich eine schöne raue Delete-Falte mit hin. Mal gucken, wie die Haltbarkeit so ist. Aber der schimmernde Ton, der ist mir einfach zu wenig Farbe. Der schimmert und bis man das auf dem Lid auch so hat wie im Fännchen, braucht es irgendwie eine Weile. Und der ist so ein bisschen
also nicht kreidig, der ist schon buttrig, aber irgendwie auch so staubig, also schnell weg. Deswegen würde ich die so Mittelklasse einranken, also je nachdem auch, was euer Anspruch ist. Aber wie gesagt, die Contouring-Töne finde ich in beiden sehr schön. Absoluter Megaflop, die Mascara geht für mich gar nicht. Also finde ich wirklich, wirklich nicht schön. Die Klümpchen und die lang gebraucht hat und Fliegenbeine ist halt überhaupt nicht mein Look. Also das mache ich gar nicht. Und den Concealer finde ich so, ja, der tut seinen Job, der ist schon ganz okay, aber ein bisschen mehr Deckkraft könnte haben. Aber ich habe auch echt krasse Augenringe. Ich finde nur einfach, er wirkt halt so ein bisschen diesen Schwamm und dass dieser Schwamm ja so toll ist. Aber der tut halt gar nichts. Der ist viel zu fest, das rutscht halt nur rum. Und deswegen, so, es ist kein mega schlechtes Produkt, aber so einfach in dieser Verpackung eher floppig. Und absolute Kaufempfehlung, Blush finde ich super für den Preis, wirklich ein tolles Ergebnis, kann man überhaupt nichts gegen sagen, ist ein tolles Alltagsblush, geht immer. Eyeliner finde ich auch sehr gut, finde ich auch von der Haltbarkeit ziemlich gut, lässt sich super auftragen, rutscht auch nicht rum, man kriegt schöne Linien hin, man kann sehr schnell was Schönes damit zaubern, könnte ein bisschen mehr Widerstand haben, aber ist okay, würde ich trotzdem definitiv empfehlen, gefällt mir. Lippen hatten wir gerade erst. Einfach toll. Also wenn ihr sowas wollt, Pflege bei gleichzeitig guter Deckkraft, absolut empfehlenswert. Auch, glaube ich, für 2,45 € kein Preis. Und ganz ehrlich, mein absolutes Highlight, wo ich wirklich begeistert bin, ist das Make Me Brow Powder Pen. Also, das ging so schnell und die sehen schön aus und die Farbe passt. Und dieses Puder, also es sieht halt wirklich einfach aufgefüllt aus und vollwertig und ja... Das gefällt mir ziemlich, ziemlich gut und muss ich sagen, das ist fast nur das spannendste und beste Produkt aus der Neuerung. So, und das war mein Full-Face-Make-up. Ich bin sehr zufrieden, es gefällt mir sehr gut. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich Haare waschen müssen, deswegen kommt das alles gleich wieder runter. Naja, aber finde, dass man für wenig Geld bei Essence doch ganz nette Sachen bekommt. Und ich weiß, dass viele von uns immer so, ach Essence, da bin ich jetzt schon rausgewachsen und ich kenne so viele andere Marken. Aber es lohnt sich da immer mal wieder einen Blick hinzuwerfen und die haben doch ganz nette Produkte und bewegen sich jetzt auch in einer ganz anderen Range als, also von der Qualität, als vor noch 5 Jahren oder so. Und deswegen Daumen hoch. Ich mag die Produktneuheiten. Ich finde das neue Sortiment viel spannender als das von Catrice. Da hat mich nicht so viel interessiert. Und dann danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Tschüss!